So, das sind die neuen Pflanzen, die wir bei Hölscher mitgenommen haben. Und jetzt gibt's eine weitere Folge Counter- und Jungpflanzenverkauf. Viel Spaß. Gärtnern ist ja echt was Schönes, aber nachts um 3 Uhr aufstehen, um dann in den Garten zu fahren und die Heizung anzustellen, ja, das geht eigentlich echt zu weit. Das brauche ich jetzt nicht jede Nacht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Countdown Jungpflanzenverkauf. Ja, letzte Folge habt ihr hoffentlich alle schon gesehen. Wir sind nachts um 3 Uhr in den Garten gefahren, um hier die Heizung anzustellen. Alle Pflanzen haben es überlebt. Wir haben jetzt auch mal gegossen. Wir sind jetzt gerade von Hölscher zurück, also da, wo auch die letzte Folge aufgehört hat, und sind jetzt schon bei uns im Garten, um die Pflanzen einzupflanzen. Und wir wollen uns heute auch mal so ein bisschen um unsere Beete kümmern. Denn wir haben jetzt noch nicht so viel gemacht. Wir haben noch fast nichts gesät, noch nichts gepflanzt in unseren Beeten. Die Hochbeete sind schon ziemlich voll. Da ist Knoblauch drin, Kartoffeln und auch viele Kräuter, das zeige ich euch mal. Aber so in den Beeten, ja, das ist echt noch nicht viel. Da schauen wir heute mal, dass wir die Beete ein bisschen voll bekommen. Also Aussaaten und Pflanzung ins Beet, ins Freiland. Das heute in diesem Video, Folge Nummer 3 von Countdown Jungpflanzenverkauf. Ja, und den Countdown, den haben wir immer mitlaufen. Wir schauen mal gerade auf den Countdown drauf. 10 Tage, 5 Stunden und 58 Minuten. Dann ist Jungpflanzenverkauf. Es ist nicht mehr allzu lang. 10 Tage ist echt nicht viel. Wir haben jetzt 3 Monate schon drauf hingearbeitet. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall. Es geht in die finale Phase. Ja, und das ist unsere Ausbeute von Hölscher. Wir haben hier 10 Poirier-Pflanzen, dann verschiedene Salate in Rot, Rot-Grün und Grün. Das sind Kopfsalate, Eichblattsalat und Lolo Rosso. Dann haben wir hier Kohlrabi, Rotkohl und Wirsing, auch in Erdpresstöpfen. Diese Buschbohne, Big Borlotto, haben wir insgesamt 3-mal mitbekommen. Die soll wohl echt super sein. Und die Hülsen, die sehen auch echt klasse aus, rot-weiß gefärbt. Bin mal gespannt, wie die so wachsen werden. 3 Töpfe haben wir da bekommen. Eine veredelte Mini-Gurke, die Rocky. Süßkartoffel, Erato Orange. Dann die Blockpaprika in Rot, Calibello. Da habe ich immer nicht so selber viel Erfolg mit, wenn ich die vorziehe. Blockpaprika habe ich immer nur sehr kleine dran. Die XXL Annenbeere, Schönbrunner Gold. Und die Olivengurke, auch bekannt als mexikanische Mini-Gurke, auch einmal dabei. Die meisten Sachen hier links, die werden wir jetzt noch ins Glasgewächshaus oder in den Folientunnel stellen. Aber die kleinen Erdpresstöpfe hier, die werden wir jetzt schon mal einpflanzen. Und gucken wir mal, wo wir noch Platz dafür finden. Ja, und weil wir leider so viele Probleme hier mit Hasen haben, werden wir das meiste in die Hochbeete pflanzen. Auch wenn wir jetzt irgendwann ins Beet ziehen müssen, aber ich habe echt ein bisschen Respekt vor den Hasen hier, weil das sind so Killerhasen, die fressen einem alles weg. Hier ist auf jeden Fall jetzt ein kleines Salathochbeet entstanden. Hier, da haben wir jetzt Kohlrabi drin, die werde ich gleich pflanzen. Hier die Kräuter, Cola-Pflanze, Kugelthymian, Gewürztagetes. Hier mal weitergehen, Currykraut, Petersilie, 2-mal Prickelkraut, Pfefferminze, 2-mal Bohnenkraut, Limonadenminze, Waldmeister, Salbei, 2-mal Lavendel, 2-mal Rosmarin, Basilikum und die Kaugummipflanze. Hier kommen übrigens Kartoffeln, also sollen bald kommen. Hier kommen so Sachen wie Petersilie, Salat, Gemüse, Zwiebeln, Möhren und so weiter. Hier kommen dann die Zwiebeln. Da sieht man auch noch nicht ganz so viel. Und wenn wir dann hier hinten ankommen, da geht es weiter mit dem Knoblauch, der kommt schon richtig gut. Und hier sollen auch noch mal Kartoffeln kommen. Aber die sind noch nicht so lange in der Erde, da sieht man noch nichts. Doch, hier tatsächlich, da haben sich schon welche hochgedrückt. Und ansonsten werden die auch bald kommen. So, hier sind jetzt 2 Rotkohl, 2 Wirsing. Ein Blumenkohl, mehrere Porree und Salate gesät. Ich hoffe, die überstehen hier die Hasen. Mittlerweile wird es ein bisschen windiger und die Sonne geht gleich unter. Deswegen werden wir jetzt hier nur noch ein wenig aussäen. Ich habe jetzt gerade noch unsere ganzen Stauden angegossen, die wir hier einmal komplett um den Folientunnel und um die Gewächshäuser drum zugepflanzt haben.
Ja, dieses erste Beetabteil, das ist jetzt quasi fertig. Da hinten sind ja Kartoffeln am Ende. Hier in der Mitte geht ein Weg durch mit links und rechts Kartoffeln und daneben Blühwiese und Blühwiese. Und hier, da können wir jetzt in den Garten reingehen und haben dieses erste Beetabteil fertig. Das machen wir da in der Mitte noch einmal. Und hier habe ich jetzt schon reingezogen, da werden wir gleich die ersten Sachen aussäen. Wir können hier immer von Stein zu Stein weitergehen. Und am Ende, da stehen wir hier vor den Kartoffeln. So, neben den Pflanzen, die wir hier gerade gesetzt haben, haben wir jetzt eine Reihe Zuckermais gesät, eine Reihe die blauen Schalerbsen, dann vier Reihen Zuckererbsen, zwei Reihen Spinat, eine Reihe weißer Mangold, zwei Reihen Möhren, eine Reihe den bunten Mangold, drei Reihen Radieschen und die letzte Reihe ist Salat. Damit ist dieses erste kleine Stück hier fertig. So, hinter mir geht die Sonne unter und das ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um die Pflanzen unter das Vlies zu bringen. Bei den Pflanzen ist nämlich noch 20 Grad, jetzt wird abgedeckt und da die Sonne noch scheint, wird sich das nochmal auf 25 bis 30 Grad aufheizen, sodass wir die nächste Nacht auf jeden Fall überstehen. Wir haben ja heute Nacht gesehen, es war minus 1 Grad übrigens draußen. Wir haben mit Heizung überstanden, wir hätten aber auch glaube ich so überstanden, weil unterm Vlies, da war es heute Morgen sehr warm, 10 Grad und auch im Tunnel waren es Plusgrade. Deswegen werden wir es auch in dieser Nacht, wo 3 Grad wärmer angesagt ist, überstehen. Heute soll es nämlich nur 2 Grad werden. Ja, und dann hoffe ich, dass wir das Ganze bald mit dem Frost hier nicht hinter uns haben und wir in Ruhe den Jungpflanzenverkauf entgegenfiebern können. Ja, jetzt ist aber noch nicht Schluss. Morgen früh sehen wir uns wieder, denn das passt auf jeden Fall noch mit in diese Folge. So, und hier seht ihr noch, wie wir das Ganze abgedeckt haben. Wieder dieses klassische Gemüseschutzvlies und links diese Noppenfolie, die immer dabei ist, wenn man zum Beispiel ja, Pakete bekommt, die haben wir uns aufbewahrt und jetzt sind alle Pflanzen, die schon sichtbar sind, unter diesem Vlies ja, versteckt und die Sonne scheint noch auf, heizt den Folientunnel nochmal auf, das heißt, wir werden morgen früh gesunde Pflanzen wiedersehen. Moin Leute, Frühstück am nächsten Morgen in der Sonne, hier auf unseren Steinplatten. Ich werde jetzt hier eben frühstücken und dann gehe ich gleich mal in den Folientunnel gucken. Es hat nämlich wieder Frost gegeben, aber ich denke, unterm Vlies hat das ja das alles ganz gut überstanden. Und mit diesen Steinplatten, auf denen ich hier gerade sitze, da werden wir heute noch ein bisschen mehr machen, und zwar die Wege im Beet. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen angefangen und ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Und so werden wir das auch ein bisschen durch die Beete ziehen mit diesen Steinwegen, dass wir so immer so kleine Beete haben. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Heute wird auf jeden Fall auch noch spannend. Was ein Tag. Bestes Wetter und beides Jungpflanzenverkauf. Keine 10 Tage mehr. Ja, ich habe gerade schon in meiner Insta-Story gesagt, den Pflanzen jetzt schon das Vlies wegzunehmen, das wäre wie wenn bei mir morgens die Bettdecke weg wird. Es wird einfach extrem kalt. Und jetzt hat der Folientunnel aber mit der Sonne, die mir gerade auch mega ins Gesicht scheint, den Folientunnel schon wahnsinnig aufgeheizt und am Vlies ist 20 Grad und jetzt kann ich den beruhigt das Vlies wegnehmen. Ja, und wir schauen mal, wie es den Pflanzen geht. So, dann schauen wir mal einmal unters Vlies. Den Pflanzen geht schon mal gut, das sieht super aus. Und wir haben 18 Grad, das ist ordentlich. Also das ist wirklich ein optimaler Ausblick. Alle Pflanzen stehen sehr gut da. Gestern Abend lagen die Zucchinis ein bisschen platt. Die hatten zu wenig Wasser bekommen. Hier kommen noch die Einlegegurken. Ja gut, was heißt zu wenig Wasser bekommen? Das machen wir extra, dass sie nicht zu schnell wachsen und eher kompakt bleiben und Wurzeln bilden. Ja, hier die Einlegegurken, die kommen, das ist optimal. Die Tomaten wachsen super. Ich glaube, in 10 Tagen sehen die echt gut aus. Klasse Stadium zum Verkauf. Hier kommen noch einige Paprika, das sind Blockpaprika und Paprika Kiras. Und hier hinten die Paprika, die sehen auch echt alle richtig gut aus. Kann man auf jeden Fall so beim Jungpflanzenverkauf geben. Was ich nicht weiß, ob es rechtzeitig fertig wird, ist hier der Tabak. Den muss ich dann nämlich die Tage noch pikieren. Hier gibt es noch Lauchzwiebeln dabei, die können auch noch 10 Tage bleiben, die gibt es beim Jungpflanzenverkauf dazu. Den Romana-Salat, den werden wir, glaube ich, bei uns in den Garten pflanzen, weil sonst müsste ich den nochmal komplett pikieren.
Hier sind ja die frisch pikierten Zucchini und Kürbisse, die sehen auch ganz gut aus, obwohl hier einige Blätter schon echt gefährlich aussehen. Die neu gesäten Sachen, ja, die werden wahrscheinlich erst einige Tage vom Jungpflanzenverkauf keimen. Hier, das sind die Pflanzen, die wir gestern bei Hölscher mitgenommen haben. Auch die haben die Nacht super überstanden. Königsblüte nehme ich mal bei beiden raus. Wir wollen ja schließlich die Kraft woanders haben. Und ja. Hier geht es weiter noch mit dem Mais. Auch der sieht sehr gut aus. Den werde ich die Tage zusammen mit den Erbsen schon mal rauspflanzen. Die Hirse kommt dann auch gleich mit raus. Ja, und in 2 Wochen, dann haben wir ungefähr Mitte Mai. Dann kommen doch der Rest, dann kommen die Zucchini, die Tomaten, die Erdnüsse, Chili, alles Mögliche, die Buschbohnen, Andenbeere, Tabak. Ja, es wird auf jeden Fall laufen. So, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Countdown Jungpflanzenverkauf. Das war Folge Nummer 3. In der nächsten Folge, da machen wir noch im Beet ein bisschen weiter und wir bekommen Besuch von der Presse. Ja, bis demnächst, alles Gute und ciao.